Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur 34. Vortragsveranstaltung des Kreisverbandes Mannheim. Besonders begrüße ich natürlich unseren Gast des heutigen Abends, den Bundestagsabgeordneten Dr. Dirk Spaniel. Jetzt ist im Moment, Sie kriegen es ja mit, die Dieseldiskussion, das Auto ist wieder eine Kritik. Nicht nur der Dieselmotor, nein, auch der Benzinmotor, der Verbrennungsmotor an sich, heißt es, liest man sogar im ADAC-Heft, ist ein Auslaufmodell, nicht mehr zeitgemäß. Das, die Lösung für alle Probleme ist das Elektroauto. Natürlich das einzige Auto, was noch überleben wird, so wird behauptet, neben Fahrrad, Bus und Bahn, Elektroauto. Ob das Elektroauto wirklich der Heilsbringer ist, darüber werden wir heute ein bisschen was hören. Und zwar von einem kompetenten, hochqualifizierten Fachmann. Das ist der Bundestagsabgeordnete Dr. Dirk Spaniel aus Stuttgart, der Autostadt. Herzlich willkommen, Herr Spaniel. Und ja, ich hätte noch zwei Sätze zu Ihrer Biografie gesagt, wenn Sie das erlauben. Ja, er ist 45 Jahre alt, in Marburg geboren und er studierte in Aachen Maschinenbau und er studierte und arbeitete auch in Detroit und Sao Paulo, ich denke mal in der Automobilindustrie. Und jetzt lebt er mit seiner Familie in Stuttgart, der Dieselhauptstadt, Dieselstaubhauptstadt, der Stuttgart 21 Stadt und die Stadt mit dem grünen Oberbürgermeister. Da haben Sie die volle Ladung. Okay, gut, dann übergebe ich an Ihnen und freue mich schon auf den Vortrag. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier was zum Thema Automobil sagen darf. Ist, wie man schon gehört hat, so ein bisschen meine Historie. Bin in der Bundestagsfraktion verkehrspolitischer Sprecher. Das heißt, der ganze Arbeitskreis Verkehr und digitale Infrastruktur, den darf ich leiten. Und da habe ich auch sehr viel Kontakt mit dem Herrn Özdemir, der ist nämlich der Ausschussvorsitzende. Das ist sehr interessant. Und ja, das ist nicht nur vergnügungssteuerpflichtig. Wir haben es eben schon gehört, dass viele uns unterstellen, wir würden Ängste schüren. Ich will gar nicht sagen, wie die Geschichte ausgeht und wie bedrohlich das ist. Es gibt einfach nur zu Handlungen, die man heute einleitet, Konsequenzen. Und diesen Konsequenzen muss man sich klar werden, dem muss man bewusst sein oder die müssen einem bewusst werden. Und dann kann man sich für oder gegen etwas entscheiden. Und es ist einfach völlige Idiotie, so zu tun, dass etwas, was wir heute tun, völlig ohne Folgen bleibt. Und deshalb ist es so, Ängste sind auch etwas Gutes. Und Ängste führen nämlich dazu, dass man eine Handlung, die man tut, überdenkt. Und ja, da sind wir bei dem Thema. Ich habe mir vor einiger Zeit im Rahmen des Vorwahlkampfes zur Bundestagswahl überlegt, dass eigentlich in der Öffentlichkeit über diese immensen Folgen, die die Elektromobilität für uns alle haben wird, nicht haben könnte, sondern haben wird, dass wir uns dessen mal klar werden müssen. Und dann können wir dieses Thema nochmal neu diskutieren. Ja, ich starte jetzt mal, dass die hier losgeht. So, ja, genau. Und dann ist es so, es gibt in der Automobilindustrie eine Umfrage, jedes Jahr, eine anonyme Umfrage. Da werden die Manager in der Automobilindustrie gefragt, erwarten Sie überraschende Änderungen, disruptive Änderungen. Und eine kapitalintensive Industrie wie die Autoindustrie hat eigentlich in der Regel so funktioniert, dass es dort niemals irgendwelche großen Änderungen gab. Das sieht man hier, das ist jetzt in Englisch alles. 2015 ist hellblau, da gab es keine Änderung. Man hat es eigentlich immer so erwartet, dass es linear sich weiterentwickelt. Das ist auch logisch, weil es sind unglaubliche Investitionen und diese unglaublichen Investitionen, die man dort tätigen muss, um neue Produkte zu entwickeln, die führen dazu, dass man langsame Anpassungsprozesse hat. Das ist, wie Sie an den dunkelblauen Balken sehen, ab 2016 deutlich anders. 2016 haben immerhin 82% der Manager in einer anonymen Umfrage vermutet oder eingeschätzt, dass es disruptive Änderungen gibt. Im Englischen klingt das so ein bisschen verharmlosend. Disruptiv ist nichts Harmloses und es führt dazu, dass morgen alles anders ist als heute. Und
Das wurde als sehr wahrscheinlich und wahrscheinlich eingeschätzt. Was ist das? Also kein deutsches Phänomen, das ist ein internationales Thema. Ich will jetzt nicht jede dieser Kurven durchgehen. Das sind einfach hier die verschiedenen Jahre, 2013 bis 2016. Und das sind verschiedene Trends, die man in der Autoindustrie sieht. Und ja, wir gehen jetzt nicht durch jeden durch. Wir sehen nur, es war immer das Wichtige, das Marktwachstum in den Emerging Markets, das sind so diese Schwellenländer. Das war sehr wichtig. Und andere Sachen, ich greife jetzt mal die gelbe Kurve hier raus und die orange Kurve. Die orange Kurve ist die Rationalisierung der Produktion von Autos. Sehr wichtig, man wird immer effizienter, automatisiert immer mehr, man wird immer besser. War ein Riesenthema. 2014, 2015, Nummer 4, zack, 2016, total unwichtig. Anderes Thema, Connectivity, gehen wir nicht drauf ein. Anderes Thema, Battery Electric Mobility, war 2014, 2015, auf Rang 10, Rang 9, war total unwichtig. Bums, 3. Jetzt kommen wir zur spannenden Kurve, das ist die gelbe. Die wurde immer wichtiger in den letzten Jahren. Und 2016 ist sie völlig unwichtig. Diese gelbe Kurve ist die Optimierung des Verbrennungsmotors. 2016 haben die Manager in der Autoindustrie gesagt, es ist eigentlich völlig egal, ob wir den weiterentwickeln oder modernisieren. Ja, müssen Sie sich erstmal überlegen. Das ist also sowas wie ein Mindchange, Gamechanger, gibt es verschiedene Wörter für. Ist auf jeden Fall so, das hat sich drastisch geändert. Wird nicht als zukunftsfähig angesehen. Was ist passiert? Es gibt einmal diese Flottenverbrauchsvorgaben weltweit. Das ist auch das Thema, was wir im Bundestag hatten. Und da ist es so, dass alle Märkte weltweit eigentlich sagen, okay, Autos müssen effizienter werden. Aber eigentlich kein Land, die absoluten Höhen sind jetzt mal egal, weil es verschiedene Fahrzeuge sind, aber kein Land ergreift so drastische oder kein Markt ergreift so drastische Schritte der Verbrauchsvorgabe wie die Europäische Union. Alle anderen sind da relativ moderat, die Amerikaner sind auch drastisch, aber die kommen auch von einem sehr hohen Niveau. Und die EU kommt eigentlich von einem moderaten Niveau und ist da mit der Verbrauchsvorgabe für 2020 extrem weit vorgeprescht. 95 Gramm CO2 pro Kilometer, können wir uns da nicht viel drunter vorstellen, das ist eine Tafel Schokolade, kann sich keiner so richtig sagen, was das jetzt wirklich im Verbrauch bedeutet, komme ich gleich zu. Das heißt auf jeden Fall, diese Flottenverbrauchsvorgaben stellen einen erheblichen Anspannungsgrad für die Hersteller von Verbrennungsmotoren dar. Flottenverbrauch ist der durchschnittliche Verbrauch aller Fahrzeuge eines Herstellers. Jetzt gucken wir mal, diese 95 Gramm CO2 ist ein direkt umrechenbarer Verbrauch. Können wir mal gucken, welche Autos, die wir heute so am Markt sehen, kommen denn da drunter? Da sehen wir schnell, das sind eigentlich nur irgendwelche Kleinwagen, ein Extremmuster oder irgendwelche Hybridfahrzeuge. Das ist aber ohne die Verschärfung des Testzyklus. Und den haben wir noch gar nicht geredet. Da kommen wir jetzt zu. Das ist nämlich parallel zu den Verbrauchsvorgaben, hat man nämlich gesagt, okay, wir ändern auch noch den Testzyklus, wir wollen eine realitätsnahe Fabrik. Und das ist genau dieser WLTP, der heißt jetzt so. Und ja, der führt dazu, dass die Verbräuche deutlich ansteigen. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Diese 15-20% sind eher eine konservative Vorgabe. Es gibt auch Schätzungen von Opel, die kursieren auch in den offiziellen Daten, die gehen eher von 50% aus. Das heißt, da gibt es auch eine Anspannung. Was bedeutet das jetzt? Die EU hat entschieden, von 160 auf 130, 95 und Langfristperspektive auf 63 Gramm CO2 zu gehen. Wir haben eben gesehen, kein einziges vernünftiges Auto kommt eigentlich in diese Region 95 Gramm CO2. 63 kommen auch die anderen Autos nicht hin. Das ist also ein total unrealistisches Ziel. Das ist so, als würden Sie sagen, gibt es keinen Vergleich zu, wollen wir jetzt auch nicht machen. Ich habe jetzt mal zwei typische Autos genommen, die wir uns alle vorstellen können. Die werden vielleicht nicht hier in Mannheim produziert, aber sie haben auch was mit Mercedes zu tun. Das ist einmal diese 95 Gramm CO2 in Diesel umgerechnet bedeutet durchschnittlich 3,9 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. Da gibt es nicht so viele Leute, die das mit ihrem Diesel C200 hinkriegen. Das ist also nicht so richtig ein realistischer Wert für den Alltagsverbrauch. Wenn ich jetzt einen realistischen Testzyklus habe, wie den WLTP, was wird dann passieren?
dann wird der Verbrauch auch eher den realen Gegebenheiten sich annähern. Das heißt, er wird steigen. Wenn man diese Schätzung jetzt mal nimmt, die es hier gibt, diese 15-20%, da kommt da 17 Gramm drauf. Das Ziel bleibt bei 95. Es ist offen, ob dieses Ziel sich auch verschiebt. Ja, aber momentan ist es bei 95. Wir gehen mal davon aus, es wird auch angehoben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es fehlen selbst dem modernsten Diesel auf diese 95 Gramm CO2 16 Gramm. Das ist ganz schön viel. Das sind 16% Verbrauchseinsparung im Verhältnis zu heute. Muss der Hersteller schaffen mit diesem Auto. Ist aber zu schaffen. Sehen wir. Diesel ist nah dran. Für den Benziner sieht das ganz anders aus. Für den Benziner ist das Gap, was es gibt, 42 Gramm CO2. Ich sage es jetzt mal ganz offen, das ist völlig unrealistisch. Das mit bezahlbaren Methoden dürfte das nicht zu schaffen sein. Also das Ziel, das Verbrauchsziel, 95 Gramm CO2 ist für eine durchschnittliche Limousine eigentlich nicht erreichbar. Also C200, ja. Das heißt, ab 2021 dürften da erhebliche Strafzahlungen fällig werden. Jetzt gucken Sie mal, wo die 63 Gramm sind, die EU vorschreibt für Verbrennungsmotoren. Können Sie vergessen. Die verbieten also nicht den Verbrennungsmotor. Die schaffen einen kleinen Umweg. Wir setzen die Rahmenbedingungen so für die Verbrauchsvorgabe, dass der Verbrennungsmotor total unwirtschaftlich wird. Wie funktioniert das genau? Es gibt eine Strafzahlung. Der Hersteller muss an die EU eine Strafzahlung leisten, die fast 100 Euro pro Gramm pro Auto CO2 bedeutet. Ein bisschen umrechnen. Stellen wir fest, bei diesem besagten C200 kommen wir da auf 4.000 Euro für jedes Auto, das der Autohersteller als Strafe zahlen muss. Für jedes Auto. Ja? Da bleibt nicht viel übrig für den Autohersteller. Wen trifft das denn besonders? Die Dieseltechnologie war einer der Wege, mit der man dieses Ziel erreichen wollte, dieser Flottenverbrauch. Jetzt sehen wir hier oben mal, welcher Autohersteller hat besonders hohen Dieselanteil. Rot und blau sind die mit hohen Dieselanteilen. Das heißt, es ist vor allen Dingen die Daimler Group, Tata ist Jaguar Land Rover, BMW und Peugeot. Das muss man aber wissen. Kleinere Autos, leichtere Autos haben nicht so Probleme, diese 95 Gramm CO2 zu erfüllen. Das sind vor allen Dingen die großen Autos. Das heißt, die großen Autohersteller konnten dieses Ziel oder bedachten dieses Ziel, mit Dieselmotoren erreichen zu können. Zum Beispiel die Daimler Group. Andere Autohersteller haben von einem Dieselverbot, sind die fast gar nicht betroffen, wie Toyota, General Motors, Fiat. Juckt die gar nicht. Ja? Trifft vor allen Dingen, wie gesagt, BMW. Volkswagen, immer so als der große Dieselhersteller, ist eigentlich auch nicht so nicht der Dieselgigant mit 26% der Verkauf von Autos. Das heißt, vorwiegend betroffen ist in Deutschland Daimler und BMW. Die Verbrauchsvorgaben können also eigentlich nur mit Diesel oder mit Elektrifizierung erreicht werden. Jetzt haben wir hier mal verschiedene Arten, wie man ein Auto bauen kann. Dieser Microhybrid, das ist das, was heute eigentlich sehr viele Autos haben. Beim Bremsen wird Energie rekuperiert, also zurückgespeist in eine Zusatzbatterie oder in die Bordbatterie. Für diese Variante, die wird nicht besonders begünstigt, wird es eine Strafzahlung geben. Das ist genau diese Strafzahlung, von der wir eben geredet haben, Größenordnung 4.000 Euro. Sie können jetzt diese 4.000 Euro aber auch nehmen als Autohersteller und sagen, ich baue dem Ding zwei Elektromotoren oder einen Elektromotor und noch eine Batterie ein. Kriegt man schon ganz schön viel für 4.000 Euro. Das nennt sich dann serieller Hybrid. Sie können aber auch sagen, nee, ich schmeiße den Verbrennungsmotor komplett raus. Der kostet ja auch Geld. Und stecke diese 4.000 Euro in meine Subventionierung meiner Batterie. Und das, eine von diesen beiden Varianten, wird dann die Option sein, die sicherlich die Hersteller großer Verbrennungsmotoren sich überlegen müssen. Und das hat dann Konsequenzen. Heute sagen wir alle, Elektromobilität ist noch ganz weit weg, keine Ladestation und so weiter. Das wird hinterher über diesen Preis gesteuert werden können. Was gibt es denn noch für ein Klima? Die Politik hat in verschiedenen Ländern sogar heute schon Zulassungsverbote für verbrennungsmotorische Fahrzeuge durchgesetzt. Der Bundesrat, unser Herr Kretschmann, fordert von der EU-Kommission eine Gesetzgebung, dass ab 2030 gar keine Verbrennungsmotoren mehr gibt oder zugelassen werden dürfen.
Teilweise haben wir Städte mit Fahrverboten und auch China will eine verbindliche Elektroautokohle. Das heißt, wir haben die kuriose Situation, dass die Politik nicht den Markt entscheiden lassen will, ob der Elektroantrieb sich durchsetzt, sondern die Politik setzt ganz klar Rahmenbedingungen, die so getriggert sind, dass es eigentlich auf diesen Elektroantrieb hinauslaufen wird. Heute ist die Situation so, ich habe jetzt mal drei typische Elektroautos rausgenommen. Der BMW steht für das stylische, extrovertierte Purpose Design, also so ein besonderes Design. Der Golf ist jetzt mal hier ein bisschen das Verzichtsauto und das ist eben der, das Designauto für die Reichen und Schönen. Der BMW, der wird heute angeboten mit Batterien, die sind gerade mal 30 Kilowattstunden groß. Da kommen Sie auch in diesem etwas geschönten Zyklus NEFZ gerade mal 300 Kilometer weit. Das ist nicht viel. Kosten tut aber 35.000 Euro. Der Golf hat eine größere Batterie, wiegt aber mehr, ja, kommt genauso weit. Das einzig wirklich funktionierende Elektroauto mit realistischen Reichweiten, das ist heute dieser Tesla. Also weil keiner sagt es, das Ding kostet mindestens 78.000 Euro und mit der großen Batterie kostet 180.000 Euro. Das heißt, ja, Elektromobilität funktioniert auch heute schon. Ja. Aber Sie sehen schon, es gibt eine soziale Trennung. Nicht für jeden. Ich würde bitten, dass wir Fragen vielleicht im Anschluss machen. Das heißt, wir hätten alle gesagt, Elektromobilität, boah, ist unrealistisch, funktioniert nicht richtig. Dann gibt es auch diesen Tesla. Und den gibt es übrigens schon seit 2012. Eben. Und der hat auch von den Fahrleistungen her Dimensionen angenommen, dass man sagen kann, okay, das ist was ganz anderes. Das ist auch eine andere Dimension als die meisten Fahrzeuge. Ich habe das selber oft gefahren, das Auto. Das ist eine Wucht. Also so ein Auto mit 400 Kilowatt zu fahren, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, wie funktioniert denn, immer wiederkehrende Frage ist, wie funktioniert eigentlich das Laden von diesen Elektroautos? Ob das wirklich so funktioniert, wie es hier in dieser Studie der Bundesregierung steht, das weiß ich auch nicht. Aber es steht auf jeden Fall so drin, dass 85% der Ladezyklen oder der Aufladung privat erfolgen. Das heißt, entweder in der eigenen Garage oder im Arbeitnehmerparkplatz. Und da eben auch nur mit sehr geringer Leistung. Das heißt, da brauchen Sie mehrere Stunden, viele Stunden. Und dann ist die Batterie am nächsten Morgen voll. Die Variante öffentlich zugänglich, das ist so diese Kundenparkplätze, Einkaufszentren, da wird schon diese 22 Kilowatt Variante gefahren, also schon stärkeres Laden. Und das hier ist dann die Extremvariante an der Autobahntankstelle. Das steht hier 50 Kilowatt drin, das geht aber noch höher. Das wird hinterher bis zu 350 Kilowatt heute diskutiert. Das heißt, die wirklichen Schnellladungen kommen dann hier. Da kostet eine Kilowattstunde bestimmt auch nicht mehr 23 Cent. So ein bisschen gekniffen sind die Leute, die keinen Parkplatz haben. Die werden nämlich entweder am Straßenrand oder an öffentlichen Parkplätzen sich mit, sage ich jetzt mal, 3,7 Kilowatt Ladeleistung rumschlagen müssen. Auch da sehen wir wieder das Thema soziale Trennung. Wer keinen Arbeitsplatz hat oder keinen privaten Ladepunkt, der wird mit dem Thema Elektromobilität nicht so begünstigt sein wie andere. Heute liegen diese beiden Fahrzeuge aus Deutschland bei Ladeleistung, Schnellladefähigkeit 50 Kilowatt. Der Tesla kann heute schon 135, ich habe es eben gesagt, das wird hochgehen bis 350. Technische Weiterentwicklung. Ja, ein Hauptpunkt bei dem ganzen Thema ist natürlich die Energiedichte der Batterie. Gar nicht so sehr aufs Gewicht bezogen, eher aufs Volumen bezogen. Weil die Batterien einfach sehr voluminös sind und an einem vernünftigen Auto gar nicht unterzubringen. Und deshalb ist diese Energiedichte aufs Volumen bezogen hier so entscheidend. Die steht heute, also heute ist jetzt mal 2016, die steht bei 180 Wattstunden pro Liter. Und bei normaler Entwicklung erwartet man eben in dieser Studie, die von der Bundesregierung ist und von den Autoherstellern in Deutschland, die wird so auf die 280 ansteigen. Das heißt, ungefähr 50% mehr Energie wird da reingehen. Im Labor erreicht man heute Werte um die 500. Das heißt, es sind keine Mondwerte hier. Es sind Werte, die, sage ich mal, in dieser Studie da doch durchaus schon heute bewiesen werden. Kommen wir hier noch zu den Kosten von dem ganzen Ding. Wenn das so kommt, muss ich immer das Spiel so spielen, das kommt so, ja,
dann werde ich um dem Jahr 2025, und das projiziere ich jetzt mal alles, was ich sage. Wir gehen jetzt nicht mehr in heute, sondern wir denken jetzt mal in 2025. 2025 wird es dann so sein, da gibt es zwei Optionen. Entweder so ein kleineres Auto wird so ein Billigauto, ja, Batterie bleibt gleich groß, dann gibt es nur die Schnellladefunktion und aus heute 29 Minuten Ladezeit werden dann 7 Minuten. Die Batterie wird größer, bei dem gleichen Volumen kriege ich mehr Batterie unter, damit steigt die Reichweite, ja, hier auch. Die Schnellladefähigkeit gilt hier genauso. Ich habe also hier schon ein Auto, das, sage ich mal, bei einem etwas geschönten Zyklus immerhin 470 Kilometer weit kommt, das sind dann immer noch so echte 350, ja, und das aber auch schnellladefähig ist. Und das Premium-Produkt für die Reichen und Schönen, das kommt dann tatsächlich auf fast 1000 Kilometer Reichweite nach unserem heutigen Zyklus. Das ist eine Prognose. Aber es ist eine seriöse Prognose. Das sind keine echten 1000 Kilometer. Auch da ist der Zyklus ja wieder ein bisschen geschönt, das wird ein bisschen weniger sein. Aber es kommt in die Range. Und dieses Auto hat dann mal die volle Ladefähigkeit mit den 350 Kilowatt. Und das hat dann eben auch so Ladedauern um die 7 Minuten. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Es könnte sein, dass im Jahr 2025 die technische Machbarkeit der seriösen Prognosen von Elektroautos auf einmal realistisch greifbar ist. Nicht für jeden, ja, wieder eine soziale Trennung, aber die Premiumprodukte kann sich der Hersteller hinstellen, kann sagen, es könnte funktionieren. Du hast vielleicht nicht das Geld dafür, aber wenn du das Geld hättest, dann würde es funktionieren. Kommen wir mal zum Thema Preis, ein sehr sensibler Punkt. Der Preis liegt heute ungefähr bei 280 Euro pro Kilowattstunde. Tesla sagt, sie liegen bei 190 Dollar. Das stimmt, weiß keiner so genau. Aber wenn das linear so weitergeht, ohne Technologiesprünge, erwartet man, dass die seriösen Prognosen so um die 200 kommen. Und der Tesla, den habe ich jetzt mal im gleichen Maßstab runtergescaled und skaliert. Was sind denn die Punkte, die Batteriekosten treiben? Das ist jetzt sehr spannend. Auch ganz wichtig, weil es wird immer über Batteriefabriken geredet in Deutschland. Ja, das stimmt. Die Batteriefabriken, die wird es geben. Das sind aber Batteriemontagefabriken. Der Hauptpunkt der Batteriekosten heute ist die Zellproduktion. Sehr wichtig, es wird keine Zellproduktion momentan in Deutschland angedacht, es sind nur Montagefabriken. Und bei den Kosten der Zellen sind gerade mal 13%. Ja? Der Hauptpunkt ist die Materialverarbeitung und die Zellproduktion. Ob die Kosten dann so sinken, wie es da in diesem Mooreschen Gesetz angegeben ist, das ist aus Handyproduktion und LED-Bildschirm abgeleitet, das weiß ich nicht, das weiß man nicht, aber da ist drin erwartet, dass es eben da drastische Kostensenkungseffekte gibt. Wichtig zu wissen ist heute, das Rohmaterial ist nicht der Kostentreiber, die Kosten werden vor allen Dingen in der Zellproduktion, der einzelnen Zelle verursacht. Wichtig kommt aber jetzt noch hinzu, die Batterie ist zukünftig ein erheblicher Kostenfaktor. Entweder dieses Billigauto mit der kleinen Batterie, ja, das liegt dann auch so um die 30.000 Euro, da macht die Batterie am nächsten Preis ungefähr 20% später aus, weil das sind sie gesagt 30. Wenn die Batterie mitwächst mit den Anforderungen, dann macht die Batterie zukünftig ungefähr 33% von dem Fahrzeugwert aus. Bei dem Luxusauto ist es wieder nicht so drastisch, weil das Auto ja an sich so teuer ist. Die Batterie selber, da sehen wir hier die Kosten, ja, das sind natürlich ohne Steuern, ja, das sind drastische Kosten, diese Batterie hat. Das hat mehrere Konsequenzen. Überlegen Sie mal, wenn Sie nach 10 Jahren die Batterie tauschen müssen, weil sie wirklich kaputt ist. Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden von Auto, zumindest Kleinwagen. Und das hat jetzt zwei Effekte. Da diese Kosten höchstwahrscheinlich aus der Zellproduktion und der Batteriefertigung in Asien kommen werden, wird diese Wertschöpfung nicht mehr in Deutschland stattfinden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Denn da, wo die Wertschöpfung stattfindet, werden die Löhne, die Gehälter, die Steuern und die Gewinne gemacht. Wenn ich die nicht mehr in Deutschland mache, passiert das nicht mehr bei uns. Was passiert dann noch? Der Autohersteller verkauft dieses Auto, aber die Arbeitsplätze, gerade Mannheim ist ja Motorenstandort, das wird schwierig, weil die gibt es nämlich dann nicht mehr. Beziehungsweise die sind woanders. Da gibt es zwar auch nicht mehr so viel von, da komme ich dann gleich dazu. Das heißt, für die Zulieferer der Batterien gibt es heute im Wesentlichen asiatische und US-Hersteller,
gibt auch jetzt gar keinen Trend. Porsche hat das ja abgekündigt, aber gibt da gar keinen Trend, dass sich das ändert. Und das hat einen großen Effekt. Ein Großteil der Autowertschöpfung findet dann zukünftig nicht mehr in unserem Land statt. Dann gibt es hier eine Einschätzung von Roland Berger, die ist schon ein bisschen älter. Was haben wir denn für Potenzial, dass wir das vielleicht aufholen können? Die Einschätzung von Roland Berger ist ziemlich gnadenlos. Nee, die schätzen ein, das war ja im Auftrag des VDMA, das heißt, es ist noch ein bisschen euphemistisch. Praktisch heißt das, es gibt keine Chance, diese Zellproduktion in Deutschland wirtschaftlich wettbewerbsfähig aufzuziehen. Zum Elektromotor ist ja auch schon viel gesagt worden. Der Elektromotor ist kein Hightech. Auch der ganze Tesla ist kein Hightech. Der Elektromotor ist totale, simple Technologie. Da gibt es kaum Differenzierung und der wird hochgradig maschinell gefertigt. Das heißt, ungefähr Größenordnung 10% der Teile haben einen Elektromotor für Verbrennungsmotor. Die Arbeitsplätze der Autoindustrie sind ein Großteil in der Motorenmontage. Da, wo die Motoren zusammen gesteckt und geschraubt werden. Das brauche ich beim Elektromotor nicht, weil er viel weniger Teile hat, automatisiert werden kann und durch. Ja, und weil das so ist, werden natürlich auch da sehr viele hochwertige Arbeitsplätze in der Fertigung wegfallen. Die entstehen nicht in Asien, die entstehen nirgendwo. Die sind einfach weg, weil ich ein Elektroauto baue und kein Auto mit Verbrennungsmotor. Was fällt alles konkret weg? So ein Elektroauto, wie fast genauso viel wie ein Verbrenner, manchmal ein bisschen mehr, aber hat keinen Motor mehr, kein Getriebe, keine Kupplung, keine Einspritzsysteme, kein Tank, keine Abgasanlage, keine Kardanwelle, keine Luftansaugung. Das sind eine Menge Zulieferunternehmen, die gar nicht direkt im Motorenbau sind. Abgasanlage, Luftansaugung, Kardanwellen. Da gibt es ein paar Systeme, die sind völlig anders. Und das hat den Effekt, dass hier unten viele Lieferanten, Autozulieferer, neue Systeme entwickeln müssen, dafür Investitionen tätigen müssen und das in einem Umfeld von sinkendem Umsatz. Es dürften auch interessante Gespräche werden mit den entsprechenden Geldgebern. Wenn man ja kein Geschäftsmodell mehr hat, das in der Zukunft funktioniert und dann hingeht und sagt, ich möchte gerne Geld haben für etwas, das vielleicht funktionieren könnte, dann ist das nicht so eine optimale Ausgangsposition. Und das ist aber genau die Situation, die auf unsere Zulieferer in Baden-Württemberg zukommen wird. Die Dimensionen sind uns gefühlt hier in Mannheim vielleicht schon eher klar. Die sind vielen in Deutschland aber nicht klar. Wir haben in Deutschland einen Umsatz der Autoindustrie von ungefähr 400 Milliarden, mehr als 400 Milliarden. Das ist bezogen auf unser Bruttoinlandsprodukt schon also ein erheblicher Anteil. Wir haben einen Weltmarkt von 80 Millionen Autos. Deutsche Hersteller liefern da 15 Millionen für. Das heißt, die deutschen Hersteller sind da ganz groß im Geschäft und da kommt doch dieser Riesenumsatz her, da kommt unser aller Wohlstand her. Ja? Und gerade bei diesen Premium-Fahrzeugen, ich habe es ja eingangs gesagt, und die ganzen Verbrauchsthematik, haben wir das Problem, diese Premium-Fahrzeuge werden wahrscheinlich als erstes bestellt auf Elektromobilität. Das heißt, es trifft uns als Standort Deutschland schneller und früher als alle anderen. Die absolute Zahl der Beschäftigten, die ist nicht so richtig beeindruckend. Tatsächlich ist es aber so, da werden ja nur die direkten Beschäftigten zugezählt in der Zulieferindustrie, in der Autoindustrie. Wenn jemand in einer Maschinenbaufirma arbeitet, die Drehteile herstellt für einen Verbrennungsmotor, dann wissen die ja häufig gar nicht, dass die konkret entweder einem Maschinenbauhersteller, der für die Autoindustrie arbeitet, zuarbeitet oder Teile für den Motor macht. Das wissen die manchmal nicht, wenn die Rohteile machen. Das heißt, da sind viele nicht drin. Das sind in Wirklichkeit viel, viel mehr. Das sehen wir auch an den 400 Milliarden. Die 400 Milliarden sind 16-17%. Und das ist schon ein richtiger Punkt. Wie machen das denn andere Länder? Was ist denn hier politisch schiefgelaufen? Oder was läuft denn hier schief? Wir haben in Deutschland das Phänomen, also hier mal die Hauptnationen genommen, die Automobilnationen, USA. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Sie können über die Kunden dazu bringen, Elektroauto zu kaufen. Das nennt man Aktivierung Leitmarkt. Oder sie können die Hersteller dazu bringen, Elektroautos zu entwickeln und zu bauen. Die USA, das sind hier immer starke Ausprägungen, nicht vorhanden, machen zwar auch Anreize, aber die USA motivieren vor allen Dingen die Hersteller über öffentliche Forschungsförderung und Investitionsförderung massiv. Tesla hat riesige Kredite gekriegt, um seine Autos zu entwickeln.
Frankreich hat das gar nicht gemacht. Hat aber die Kunden dazu gebracht, Elektroautos zu kaufen. Deutschland macht so ein Mittelding. Deutschland macht ja eigentlich fast genauso wenig wie Frankreich. Der einzige Punkt, den wir hier haben, den komischerweise kein anderes Land macht, ist Ausbildung und Qualifizierungsförderung. Das ist ein Placebo. In Deutschland ist das Studium umsonst und die Ausbildung auch. Und weil das so ist, nehmen wir hier einen dicken Punkt, wenn die Regierung was Positives vorzuweisen hat. In Wirklichkeit machen wir fast keine öffentliche Forschungsförderung und Investitionsförderung haben wir auch nicht gemacht. Das heißt, wir tun eigentlich gar nichts, um unsere Industrie auf diesen Markt vorzubereiten. China und Japan machen das natürlich anders, genauso wie die USA. Das ist auch gar nicht so einfach möglich, lokal deutsche Industrie zu fördern. Das verbietet nämlich die EU-Gesetzgebung. Da gibt es nämlich Wettbewerbsgesetze, das können sie gar nicht. Auch ein interessanter Punkt. Ja, das heißt, warum gibt es da diese Batteriehersteller? Tja, die sind lange Zeit auf dieses Ding hier vorbereitet worden. Was haben wir jetzt für gesellschaftliche Auswirkungen? Die Fahrverbote, die bei uns kommen, hat ja vor 2 Jahren jeder gesagt, die kommen alle nicht. Momentan stehen sie gerade vor der Tür. Ich persönlich gehe davon aus, die werden kommen. Diese Fahrverbote für verbrennungsmotorische Fahrzeuge schränken natürlich die Mobilität der Nutzer ein. Wir sehen das heute schon. Gebrauchter Diesel, der nicht mehr in die Stadt fahren darf, ist nicht mehr so viel wert. Das ist ein realer Wertverlust bei ihm. Weil jeder, der heute so einen Diesel hat, überlegt sich, ob er noch einen kauft. Und dann sind die Elektrofahrzeuge, die sind ja erstmal nur im neuen Zustand verfügbar. Ich habe das gerade eben gesagt. Und damit, nicht jeder von uns kann sich einen Neuwagen leisten. Das heißt, die Fahrverbote treffen alle. Die Lösung dieser Fahrverbote können sich aber nur Neuwagenbesitzer erlauben. Alle anderen fahren jetzt öffentliche Verkehrsmittel. Das ist so. Ja? Dann, Elektrofahrzeuge erfordern eine private Infrastruktur. Zum großen Teil. Hat auch nicht jeder. Auch hier wieder soziale Trennung. Ja? Und dann haben wir die generelle Situation, dass wir durch reduzierten Umsatz, ja, weniger Motoren, und fehlende Investitionen, insbesondere im Bereich der Zulieferindustrie, schwinden hier bei uns hochwertige Arbeitsplätze. Das kommt jetzt alles in dieses Konglomerat, auf das wir uns zubewegen, rein. Das heißt, in Kombination mit einer, sage ich jetzt mal, sehr industriefeindlichen Politik, dass man da keine Förderung betreibt, keine Forschung betreibt, mit dieser förderungsfeindlichen Politik, den Mobilitätseinschränkungen, schaffe ich ein Klima, das sich eigentlich in Richtung öffentlicher Nahverkehr entwickelt, ja, so ein bisschen politisch gewollt auch, und diese Mobilitätseinschränkung für weniger begüterte Bevölkerungsschichten kommt. Ich habe es eben gesagt, im Elektroauto, mit dem billigen Elektroauto fahren Sie 200 Kilometer, auch zukünftig, und dann stehen Sie für mehrere Stunden. Mit dem fahren Sie nicht mehr in Urlaub. Ja? Heute kann jeder Student ein Auto kaufen für 1.000 Euro und damit nach Portugal fahren. Ja? Realistisch. Das können zukünftig auch Leute. Wir müssen dann nur vorher ein 100.000 Euro Elektroauto kaufen. Ich habe es gerade eben gesagt, eigentlich mehr so ein Neuwagen. Das heißt, es kommt zu reduzierter individueller Mobilität vorwiegend für weniger begüterte Bevölkerungsschichten. Das führt natürlich zu dem angenehmen Effekt, das ist auch offiziell gesagt in den EU-Papieren, dass es viel weniger Staus gibt und auch viel weniger Leute in der Stadt fahren. Intelligente Lösung, ne? Das führt aber auch dazu, was ich eingangs gesagt habe, dass diese Fahrverbote ungefähr, also ich rede jetzt nicht von der fernen Zukunft, diese Fahrverbote, die drastischen Preissteigerungen der Verbrennungsmotoren, werden ungefähr uns ab 2021 treffen. Und das ist jetzt beschlossen worden. In der EU beschlossen worden, der Bundestag hat über diese Diskussion am 23. März, die Bundestagsfraktionen aller anderen Parteien außer der AfD haben noch nicht mal über dieses Thema reden wollen. Es war ihnen scheißegal. Niemand wollte Einspruch erheben gegen diese EU-Regelung, dass de facto diese CO2-Werte so niedrig gesetzt werden, dass die EU damit, sage ich jetzt mal, höher motorisierte und größere Fahrzeuge praktisch dem Elektromotor zwingend zuschreibt. Es geht gar nicht mehr, das zu erfüllen für einen Autohersteller. Und deshalb kommt es hier zu dem de facto aus für den Verbrennungsmotor. Ich kann jetzt überlegen, ob das vielleicht schon 2021, aber kurz danach wird es, denke ich mal, starke Bewegungen in eine andere Richtung geben.
Das führt zu eingeschränkter Mobilität. Wir müssen davon ausgehen, dass es elektrische funktionsfähige Fahrzeuge geben wird. Das heißt, es gibt nicht eine Totalverweigerung am Markt. Es wird immer Leute geben, die sagen, es ist doch super. Ja? Der Automobilsektor ist im Umbruch. Das führt dazu, dass viel weniger Leute ihren Arbeitsplatz zukünftig wieder besetzt kriegen. Das führt natürlich auch dazu, dass die Wertschöpfung nicht mehr in Deutschland stattfindet, auch nicht mehr in der mittelständischen Zulieferindustrie. Und das trifft uns hier in Baden-Württemberg ganz massiv. Da brauche ich keine Genehmigungsverfahren vereinfachen. Das ist hier de facto die Industrialisierung unseres Bundeslandes, gerade auch Mannheim. Und dann muss man sich natürlich fragen, wo kommt das eigentlich alles her? Hat das was mit Umwelt zu tun? Natürlich nicht. Das ist knallharte Industriepolitik aus Asien und den USA. Das ist nichts Schlimmes. Wenn wir unsere Interessen auch vertreten würden, ja, dann wären wir nicht in dieser Bredouille drin in der EU. Das ist eine Industriepolitik, die in erster Linie verbrennungsmotorische Autohersteller, Premium-Autohersteller treffen wird. Und die gibt es halt zufällig nur in Deutschland. Wenn aber der Deutsche Bundestag sich da nicht wehrhaft zeigt, ja, dann kann man anderen Leuten nicht vorwerfen, dass sie mit ihrer knallharten Industriepolitik, die zum eigenen Wohl der eigenen Bevölkerung ist, dass man nämlich die Wertschöpfung in diese Länder zieht. Ja, das kann man denen ja nicht vorwerfen. Wir sind einfach nur zu doof dazu, unsere eigenen Interessen hier durchzusetzen. Könnte fast sagen, mal wieder. Leider ist gar keine Tendenz zu erkennen, das überhaupt zu erkennen. Und das muss ich ehrlich sagen, das hat sogar mich überrascht, diese Dreistigkeit. Was wären denn jetzt politische Maßnahmen? Als erstes müssten wir hingehen, so wie andere Industrieländer auch. Wir müssten diese CO2-Vorgaben zurücknehmen. Es macht keinen Sinn, eine Politik zu machen, die dazu führt, dass ich zwar die Umwelt schütze, dass ich weniger Verkehr habe, aber ein Großteil unserer Bevölkerung wird der Zugang zu individueller Mobilität verwehrt. Das ist hochgradig erstens unsozial und steht auch in keinem Verhältnis. Zweitens, wir wünschen uns ja, da werden wir als Bundestagsfraktion auch noch was überlegen. Aussetzung Fahrverbote, das ist ja die Landtagsfraktion, auch gerade momentan dabei, eine Resolution zu entwerfen, da sind wir auch dabei, als Bundestagsfraktion. Ja, diese Stickoxidgrenzwerte und die Feinstaubgrenzwerte sind natürlich so gewählt, dass sie dazu führen, dass es regelmäßig diese Alarme gibt und dass diese Verzicht auf Mobilität schon mal so ein bisschen vorgefühlt wird. De facto ist aber so, dass diese ganzen Sachen gar nicht so richtig belegt sind. Und wir sind einfach der Meinung, das kann nicht sein, dass wir aufgrund von bei unklaren Gefährdungslagen und Messverfahren hier so drastische Maßnahmen ergreifen. Auch hier fehlt völlig die Verhältnismäßigkeit. Umweltschutz wird einseitig übergewichtet über andere Interessen. Natürlich gibt es neben Umweltschutz auch noch berechtigte andere Interessen. Wir alle haben das Interesse an Mobilität und wir alle haben auch ein berechtigtes Interesse daran, dass unser Wirtschaftsstandort hier nicht kaputt gespart wird. Und das sind legitime Interessen, die sind genauso legitim wie der Erhalt der Umwelt. Was hilft uns einer erhaltenen Umwelt, wenn wir hier nichts mehr, kein Geld mehr verdienen und uns auch nicht mehr bewegen können? Das hat sogar meine kleine Tochter schon sehr schön formuliert. Ja, und das Dritte, so wie andere Länder das auch machen, wäre es natürlich auch für uns möglich, hier Struktur- oder Investitionsprogramme zu machen, weil wir haben eben gesehen, dieses Thema Elektromobilität ist nicht etwas, was uns alleine hier in Deutschland trifft. Diese knallharte Industriepolitik ist etwas, auf das wir uns generell vorbereiten müssen. Ob wir es mit der Holzhammermethode so einführen, wie die EU das hier macht, ist eine Sache. Ja, wenn man das auf einen längeren Zeitraum bringen würde, dann gäbe es da vielleicht auch vernünftige Übergangsszenarien und dann würde die ganze Sache vielleicht, sag ich mal, harmonischer laufen und nicht diese drastischen Folgen haben. Das heißt, ich will Ihnen hier keine Angst machen, dass morgen unsere Arbeitsplätze alle weg sind. Wir haben durchaus Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, bis es nur machen. Und momentan ist, wie gesagt, bei keiner anderen Partei zu erkennen, dass wir da diese Schritte unternehmen. Ja, damit bin ich jetzt eigentlich im Prinzip am Ende meines Vortrags. Da kommen noch die Quellen. Können Sie auch diesen Vortrag immer einstellen. Bei mir auf der Homepage. Hat mich sehr gefreut, vielleicht auch einige von Ihnen überrascht, bin ich vielleicht ein bisschen zu schnell durchgegangen. Wir können auch gerne nochmal bei einzelnen Punkten zurückgehen. Würde mich freuen, wenn ich Ihren Wissensdurst oder Ihre Fragen an der einen oder anderen Stelle beantworten kann. Also,